Ich hoffe, du bist da drin. Bist du Buck? Ich hab nicht Geburtstag, dann ist wohl Weihnachten. Moin, Leon, moin, was geht? Keith. Nee, sorry, da klingelt nichts. Du hast ihn von heute gekauft. Ah, den. Er sagte, er heißt... Ein Brüller. Also gut, dann reden wir Klartext. Du bist Jason Brody? Hey, hör zu. Ich will nur Keith. Jason. Ja, sichi, Michi, wart. Nicht alles Wilde hier. Wir sind Geschäftsleute, Kapitalisten. Ich habe etwas, das du willst, oder? Mein Produkt. Und du hast auch etwas. Und was soll das sein? Oh, nur ganz ruhig, Jace. Vorsichtig. Legst du mich um, kriegst du ihn nie. Finde den für mich. Beschaff mir den. Und du und ich sind quitt. Und Keith gehört ganz dir. Bring mir was Verlorenes. Den Dolch habe ich schon mal gesehen. Dolch? Ein Dolch? Das ist kein scheiß Dolch. Das ist Kunst. Da steckt mehr Geschichte drin als in euren Arschbacken. Was? Das ist mein Preis, klar? Wo ist er? Dieser Schatzsucher, der wusste, wo er ist. Aber was, schnappte sich das Boot, während der nach einem chinesischen Schatz wühlte. Und was bekam er noch? Den Dolch. Nein, nicht den verfickten Dolch. Seine Position. Du willst Kies zurück? Geh zu dem verdammten Boot und finde heraus, wo das Artefakt verbuddelt ist. So, und jetzt ab. Verpiss dich. Ich brauch trotzdem noch Money. Ein fucking LMG. Ich komm nicht drauf klar. What the fuck? Aber ReRap 200k Kanalpunkt sind wirklich schon extrem krank. Meins sind alles shit, ey, neue Watchtime. Trägst sie auch fast 5 Tage, heftig. Ein bisschen krank, Digi, ja. Tom auch 2 Tage, uff. Kopfschmerz und Übelkeit, egal nach Stream und Turnier. True. Muss der letzten Apex Round kacken. So wie beschissen meine Mates waren. What the fuck? Breezy auch fast 5 Days. Krank, Digga. Was ist das? Gib mal her, das LMG. Skuskur! 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 Viele Piraten sind auf dem Schiff. Ich werde gar nix. Ich gehe da rein wie ein fucking Rebirth. Oh. Ey, ich muss nachladen. Stop, bisschen. Ah, es ist ein Medkit. Ein Randa. Re-Rap-Kopfschmerzen sind komplett ehrenlos überhaupt, wenn man einfach nur chillig zocken will. Kopfschmerzen, Nackenschmerzen. Das finde ich schon ehrenlos, dass die so einen da am Schluss positioniert haben. Und Augenschmerzen. Kennt ihr das, wenn ihr lange zockt und dann merkt, dass euch die Augen so brennen oder so wehtun langsam? Oder einfach manchmal so random und das kommt ganz oft mit Kopfschmerzen dann. Bitte. Das ist richtig räudig. Muss wichtig sein. Vielleicht fühlt er mich. Er muss ja nicht mal zocken, muss nur live sein. Sie eventuell noch Leute sammeln fürs Turnier. Oh, schneller, du Scheißding. Ist das ein Witz? Thank you.
2 Tage noch arbeiten, dann habe ich nur einen Tag frei. Ich glaube, da hat jeder frei. Was? Aber Ehre. Du musst jetzt hier raus. Let me out here. Junge, was geht da ab? Was denn jetzt los? Auf was meinst du bezogen, Domi? Warte, der griechische Dichter, wie? Eschylus, was? Sollen Überlieferungen zufolge 455 vor Christus zu Tode gekommen sein, indem ihn eine Schildkröte, die ein Greifvogel fallen ließ, erschlug. What the fuck? Das Missgeschick kam wohl zustande, weil der Vogel die Glatze des Dichters mit einem Stein verwechselte, den er nutzen wollte, um den Panzer des Tieres zu knacken. Warum sagst du mir das? Ich weiß nicht. Was bin ich hier lesend? What the fuck? Real Talk, danke für deinen Resub, Robin. Ehre, danke. Zweiten Monat. Ja, skuskur. Danke für die Hilfe. Was geht? Alles fit bei dir, Robin? Ich hab mir Arma gegönnt. Bad luck, der Dude, true. Ich glaub, mein Schwein pfeift. Ich glaub, mein Arsch pfeift. Hat. Gestik heute. Heute Nacht war echt krank. Muss erst um 13 Uhr raus, habe ich heute frei. Oh, na dann. Hoffe ich, dass du den Abend an deinem freien Tag wenigstens noch genießen kannst, wart. Warum musst du es dann raus einkaufen, oder was? Was soll denn das? Wenn du wusstest, wo ich hin muss, warum hast Jason, du nichts gesagt? Jason. Nun mach dir mal nicht gleich ins Hemd. Ich spiele dein Scheißspiel nicht. Ich Gespräch mit Show. Geschäftsführer, ah, okay. Ich erwarte eine gute Show. Mit deiner neuen Stelle? Oder was? Nö, zuerst eine kleine Geschichtslektion. Klar? Kann ich anfangen? Ich hoffe, es ist gut gelaufen. Also, betrachte diesmal als monumentale Verkörperung der Ironie. Die Scheißjapse, ja? Die hatten diese Spezialeinheit für... Du weißt schon, die Suche nach Schätzen und Reichtümern. Aber die Wichser merkten nicht, dass sie genau über dem Scheißdreck bauten, den sie suchten. Na los, frag schon, wonach haben sie gesucht, Buck? Da wollten uns alle kennenlernen, also alle zu... Okay. Dafür sollte ich dich prügeln. Ganz ehrlich. Aber weißt du was? Dann wird Keith geprügelt. Sie suchten die Chao Fucking Gang. Das Flaggschiff, das diesem berühmten chinesischen General gehörte, Zheng He. Aber das Scheißding, es ist einfach verschwunden. Mit allen Reichtümern an Bord und mit, jawohl, meinem Scheißdeutsch. Das war's. Pass auf dich auf, ja? Geschichtsstunde beendet. Ich bekomme da drin so auf die Schnauze. Ah ja, okay, da kann ich noch was zerschlagen. Das sollte funktionieren. Das glaube ich auch, dass das funkt. Das erklärt aber auch, warum wir uns nicht bewegen können. Der Wasserspiegel steigt einfach. Oh oh. Na, jetzt geht es sich easy aus. Das, wonach ich suche? Scheiße. It's a trap! Nimm den Kompass. Welcher Kompass? Achso, habe ich schon. Okay, schön langsam.
Wart? Wie findest du mich immer? Ich weiß. Du hinterlässt eine Spur menschlicher Brotkrumen. Helen fucking Keller könnte dir folgen. Die Leichen sind mir egal. Kommst du hoch? Komm, gib mir die Hand. Ich hab deinen Dolch nicht, okay? Nein, 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 nein. Jason, das ist nicht okay. Es ist nur ein scheiß Dolch, um den ich dich bitte, aber du bist viel zu faul, zu inkompetent, ihn zu finden. Spielst zu viele Spiele, hä? Huh? Na, fein. Ich spiele einfach noch eine Runde. Bitte dich mit Keith. Ich hab nur diesen Ring gefunden. Ich bitte, er passt auf den Kompass. Ich weiß nicht. Steck ihn mal dran. Was? Das Ding ist echt verhext. Mein Herz bebt vor Vorfreude. Ich sehe dich dann, Jace. Du weißt, wo ich hingehen soll, oder? Nee, du. Aber ich kenne dein Ziel. Wie zum... Du Ficker, du hast dir wirklich Zeit gelassen, oder? Im Ernst, ich fürchte, dass du nicht ganz bei der Sache bist. Aber Jace, keine Sorge. Denk an... Let's go! Am Mittwoch habe ich auch, kürzer. Eigentlich geht er mir echt auf den Sack. Halt's Maul! Nein. Erst noch eine Geschichtsstunde. Hör zu. Also Zheng He mit seinen Schatzschiffen, die Schätze für die Ming sammelten. Weißt du noch? Ja, Mr. Baxter, natürlich. Antworte gefälligst. Wenn ich dich frage... Antwortest du, klar. Nun, dieser Zheng He hat einen Kapitän namens Ling Kong. Und Ling Kong hat sich davon gemacht. Mit der ganzen Scheißladung der Cha Yang vom Acker gemacht, ja? Und gesiedelt. Versklavte alle Einwohner, aber Zheng He... Oh, der fiese Zheng He hat sein Reich in kürzester Zeit vernichtet. Und was geschah mit dem Schatz? Gute Frage, Jace. Sehr aufgeweckt. Der Schatz. Keiner weiß, wo er ist. Jedenfalls nicht auf dem Boot. Und Ling Kong, der Ficker, ist auch verschwunden. Schatzjäger haben ihn vergeblich gesucht und die blöden Japaner haben die Insel umgegraben, aber keiner weiß, wo er ist. Also nicht trödeln, Jace. Hau rein. Viel Glück.